Der absolute Wahnsinn. Matthias Malmedy und Rennfahrerin Cindy Allemann erleben heute eine Beschleunigungsarie, die den beiden Rennfahrern die Sprache raubt. Heute zum ersten Mal bei GRIP die Verleihung des goldenen Hobel für das extremste Tuning-Fahrzeug. Vor Matthias und Cindy liegt ein wahres PS-Festival. Auf die beiden warten drei extreme Tuning-Fahrzeuge, die in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Aber wer ist der Beste? Ja, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute gibt es drei zuckersüße Tuning-Autos und eine sehr, sehr schnelle Lady. Die ist Cindy Allemann, die kennen Sie alle, die kann richtig Gas geben. Und am Ende des Tages, wenn wir die 2500 PS circa getestet haben, gibt es den hier. Ja, was ist denn das? Das ist der goldene GRIP Tuning-Hobel, weil ich immer sage, ey, das ist ein geiler Hobel. Alles klar, okay. Dann wir testen die Autos. Genau, los geht's. Das 1er M Coupé von BMW ist schon ab Werk eine Waffe. Doch dieser 1er von TJ Fahrzeugdesign ist der King aller Kampfzwerge. Die optimierte V10-Maschine aus dem alten M5 sorgt hier für brutalen Vortrieb. Leistung 550 PS, Topspeed 325 km/h. Obwohl er der Kleine in unserer illustren Tuning-Runde ist, könnte er am Ende die Nase ganz vorn haben. Den goldenen GRIP-Hobel, den kann natürlich nur ein Auto bekommen und da muss das Gesamtpaket einfach stimmen. Ja? Es geht darum, dass die Beschleunigung da ist, die Power muss da sein, das Auto muss Kurven fahren können. Und nur dann kannst du den GRIP-Hobel mit nach Hause nehmen. Unsere erste Disziplin ist der Beschleunigungscheck. So, Cindy, bereit für 0 auf 100? 0 auf 100. Und 0 auf 200? 0 auf 200. Jawohl. Das ist eine echte Ansage, Freunde. Das ist wirklich schnell. Das ist richtig schnell. Das ist wirklich schnell. Ich meine, das ist ein Hecktriebler. Ja, der hat natürlich so ein bisschen Probleme, seine 550 Pferdchen auf die Straße zu bringen. Das ist ganz logisch. Ja. Aber bei 0 auf 200 siehst du es dann. 13,4. Ja, am Anfang ist es ein bisschen langsam, wie du sagst. Aber dann, das wenn es beschleunigt. Dieser Motor. Der Sound ist. Ich muss sagen, geil. Es gibt kein anderes Wort da. Auf den ersten Metern verliert der heckgetriebene Einser etwas Zeit. Sein Fahrwerk ist sehr hart, die Strecke sehr uneben. Nun muss Kandidat 2 zeigen, was in ihm steckt. Der Audi R8 von Tuner SKN ist nicht einfach ein verschärfter R8. Es ist der schnellste R8 der Welt. Mit verbrieften 350 km/h. Aufgestellt auf dem Highspeed-Oval in Nardo. Dafür verordnete SKN dem Saugmotor Zwangsbeatmung in Form eines mächtigen Kompressors, der dem V10 sagenhafte 817 PS einhaucht. Genau das richtige Kaliber für Rennfahrerin Cindy Allemann. Und die gibt jetzt endlich auch mal richtig Gas. Sag dir einen kleinen Start, so ich fühle mich im Rennmodus. 3, 2, 1, Feuer! Das war schon ein heißer erster Ritt. Vor allem bei den Bremsen, das Auto ist leicht. Aber, ja, wir haben kein ESP, also es wird uns wirklich schon ein bisschen auf die Seite gerutscht. Aber das hast du gut gemacht, dass wir nicht ganz zur Seite gerutscht sind. Danke dafür. Hattest du ein bisschen Angst, Matthias? Nein, ich hatte keine Angst. Es ist nur warm. Cindy ist aber noch nicht zufrieden. Beschleunigung von 0 auf 100. 3,8. Von 0 auf 200, 10,6. Ich habe irgendwo, stimmt etwas nicht. Also ich denke, ich mache alles richtig, solange ich weiß. Ja, glaube ich auch. Du bist einfach zu schwer. So. Ich würde nicht sagen, das sind 100 Kilo, aber vielleicht so
88, 90 Kilo. Also du willst dich so raus, oder? Es wäre gut, wenn du aussteigst und ich probiere einmal ohne dich. Okay. Wer weiß, das ist ein guter Test, ich finde. Ja. Aber nicht beleidigt sein, ne? Nein, ich bin noch gar nicht beleidigt. Die schnelle Lady schmeißt Matthias einfach raus. So etwas ist ihm auch noch nicht passiert. Sie will jetzt alles aus dem Audi R8 herausquetschen, was auf der abgesperrten Strecke möglich ist. So, ich drücke die Bremsen. Ich resette meine Maschine da. Okay, los geht's, Indy. Und bis 200? 10,2 Sekunden. Ich hätte noch ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin schon zufrieden. Der SKN R8 hat keine Launch Control. Sonst wären die Zeiten deutlich besser gewesen. Ich habe schon 2 Zehntel verbessert ohne dich. 2 Zehntel besser? Ja, 3,6 und 10,2. Also ich schon eigentlich. 2 Zehntel? Ja. 2 Zentimeter. Wegen 70 Kilo, da siehst du es mal. 70 Kilo, habe ich auch gemeint. 75 Kilo. Obwohl der Audi mit seiner Power von mehr als 800 PS kaum Gegner in freier Wildbahn kennen dürfte, stellt ihn Kandidat 3 noch in den Schatten. Er hört auf den Namen Nissan Skyline GTR R32. Wäre der leergeräumte Auspuff nicht, dürfte man das Doppelturbomonster sogar auf der Straße bewegen. Die Veredler von MPS verwandelten den Youngtimer für rund 100.000 Euro in ein Monster. Auf die Frage, wie viel PS er habe, bekamen wir die Auskunft: Die Leistung ist deutlich im vierstelligen Bereich. Aber ich habe richtig Angst. Erstmal in meinem Leben. Und diese Angst ist absolut berechtigt. Der erste Gang ist relativ lang, oder? Dieser Nissan ist die pure PS-Gewalt. Weiß nicht, ich kann dieses Auto nicht messen. Ich kann das nicht messen. Doch, Matthias. Die Messung hat funktioniert. Unfassbar. Tempo 100 nach 2,78 Sekunden. Tempo 200 in 9,35. Sogar die 300 knackt der Skyline ohne Probleme. Das Auto hat null Wheelspin. Das ist unfassbar. Also diese Reifen kleben. Das Fahrwerk ist gut gemacht, weil sonst wird er auch nur durch die Gegend springen. Und das Auto reißt an und bringt die komplette Kraft, die vorhanden ist, auf die Straße. Und das fühlt sich sowas von abartig an. Wir wollen jetzt wissen, wie viel Leistung der Japaner wirklich hat und fahren zu einem unabhängigen Prüfstand. Tuner Philipp Stegemann von MPS ist bei der Messung dabei. Unglaublich. Der Prüfstand erreicht dabei sein Limit und spuckt ein kurioses Ergebnis aus. Cindy, hast du schon mal so ein Leistungsdiagramm gesehen? 984,6 PS. Das ist unfassbar. Das ist einfach nur unfassbar. Und das Lustigste ist, bei Bemerkungen steht, Schlupf ist zu groß, Messung abgebrochen. Einfach zu viel Leistung, Smiley dahinter. Aber es gibt anscheinend ein Problem, weil der Philipp liegt unterm Auto. Gehen wir mal hin? Ah ja, schau mal das. Philipp, ist das ernster bei dir? Oder machst du nur gröbere Wartungsarbeiten? Na, leider nicht, Matthias. Was machst du da? Was holst du da was raus? Was ist passiert? Ach. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Doch, auf dem Prüfstand hat es uns das vordere Differential zerlegt. Und deswegen müssen wir jetzt die Antriebswellen und die Kardanwelle vorne ausbauen. Somit hat das Auto nur noch Heckantrieb. Hä? Und dann, das geht ja gar nicht zu fahren dann. Ja. Dann musst du mal ausprobieren. Ja, warte. Also, da steht da auf dem Papier nur 984 PS. Nur ist gut, ja. Ich meine, ich denke, es gibt noch mehr. Wie viele überhaupt gibt es jetzt? Ich denke, wir sind bei gut 1200 PS mit dem Skyline. Und das aus 2,8 Litern. Also, das ist schon. Und das mit 2 angetriebenen Rädern. Ja. Weil das kann ich doch gar nicht fahren. Wenn du die Eier dafür hast, dann fahr mit dem Auto.
Matthias. Okay. Halt fest, wir fahren. Bist du fertig da unten? Ich bin fertig. Ich box sie ab. Matthias wurde bei seiner Grip-Ehre gepackt. Und los geht's. Normalerweise ist das Erste, was ich machen will, Vollgas geben. Aber irgendwie jetzt gerade nicht. Cindy muss auch mit, obwohl ihr das eigentlich nicht geheuer ist. Okay, dann fahr ich jetzt mal, ja. Gerade noch hatte die 1200 PS-Rakete Traktion ohne Ende. Damit ist es jetzt vorbei. Ab 6000 Touren explodiert der Motor förmlich und dreht dann bis 10.000 hoch. Ohne Allrad unfahrbar. Trotzdem hatte Matthias selten so viel Spaß. Doch die Sicherheit steht an erster Stelle. Sorry, ich bin raus. Das ist mir zu gefährlich. Das ist unkontrollierbar. Das Problem ist, wenn du lenkst und plötzlich reichst du die Drehzahl bei 6000, es wird nur noch Wheelspin sein und es hat so viel Chance, dass du dich drehst. Und wenn das Auto mit 6000 sich dreht, mit die zwei Turbo, du bist einfach weg. Da hast du keine Chance mehr. Einfach drehen, drehen, drehen. Obwohl der Nissan Skyline die Beschleunigungsdisziplin deutlich gewinnt, ist für ihn jetzt Schluss. Der Kampf um den Grip-Pokal geht zwischen BMW und Audi weiter. Wir wollen zuerst wissen, wie verhalten sich diese Monster im normalen Straßenverkehr? Matthias fährt den 1er M-Coupé von TJ auf die Autobahn. Das ist schon exorbitant. Du sitzt in so einem kleinen Auto drin, ne? Und der geht so vorwärts. Das ist nicht mehr normal. Aber wirklich. Und du fühlst jede Welle auf der Straße. Aber irgendwo das manchmal, wenn du in die Kurve bist und fühlst du noch eine Welle, denkst du, wie kommt das am Ende? Also. Der Schwachpunkt des extrem hart abgestimmten Kraftpakets. Kurze Sprintetappen mit ihm machen süchtig. Doch lange Touren sind nicht sein Ding. Aber ich finde das Fahrwerk eigentlich nicht so toll für jeden Tag, Alltag. Also das Fahrwerk ist für jeden Tag definitiv zu hart, würde ich sagen. Also ich glaube, dass du die gleiche Performance auf der Strecke und auf der Autobahn hinkriegst. Also man hat das gerade gesehen, ne? Bodenwelle, dung, dung, dung. Genau. Das ist fast schon so, da braucht man auch als Mann einen BH. So hart ist das Auto. Und das ist zu hart, definitiv. Nicht nur sein Motor stammt aus dem M5, auch das SMG-Getriebe und die Bremsen. Wer den TJ Power 1er fahren will, muss 85.000 Euro auf den Tisch legen. Rund 270.000 sind dagegen für den schnellsten Audi R8 der Welt fällig. Die Autobahn. Bist aber schon vorsichtig, ne? Ja. Aufgepasst, Matthias. Cindy ist Schweizerin und steht auf deutsche Schnellstraßen. Dafür ist der SKN R8 das passende Spielzeug. Aber er kann nicht nur schnell. Aber für die Autobahn und Landstraße finde ich eigentlich super gut abgestimmt. Ja, weil du kannst mit dem Auto auch mal längere Strecken fahren. Ne? Und ganz ehrlich, wer fährt mit 800 PS auf die Rennstrecke? Da fahren ganz wenig nur auf die Rennstrecke.
Die meisten werden damit schnell auf der Autobahn fahren und deswegen machen wir das hier auch, ne? Ja. Zu sehen, okay, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Stimmt. Und mein erster Eindruck ist, das Auto liegt super ruhig und es ist angenehm leise. Cindy und Matthias sind von den Komfortqualitäten des Supersportlers begeistert. Du denkst dir dann immer, okay, 800 PS in der Stadt, damit kannst du gar nicht fahren. Das ist irgendwie so wie mit dem Helikopter durch die Küche zu fliegen. Ne? Stimmt, ja. Aber es ist machbar, es ist völlig okay. Die Gasannahme ist entspannt und du fährst einfach durch die Gegend. Und es ist wie mit einem normalen R8 zu fahren eigentlich in der Stadt. Das Wettrennen um den goldenen Tuning-Hobel geht in die nächste Runde. Zurück auf die Rennstrecke. So, Cindy, die nächste Disziplin heißt Drift Competition. Ja, das. Jetzt geht es darum, wer den längsten Drift hinziehen kann. Okay? Cindys Probleme werden jetzt sein: erstens, sie ist eine Rennfahrerin. Sie macht immer genau das Gegenteil. Sie versucht, Driften zu vermeiden. Ja? Richtig, ja. Und zweitens, hat sie Allradantrieb. Das ist noch schlimmer zum Driften. Aber sie hat auch einen Vorteil. Weil der Allradantrieb wird nämlich von 800 PS gefüttert. Driften gehört zur hohen Grip-Schule. Der heckgetriebene BMW mit viel Gewicht auf der Vorderachse müsste ein ernster Gegner für jeden noch so starken Konkurrenten sein. Matthias lässt 550 PS fliegen und liefert bei seinem ersten Versuch einen mustergültigen Drift ab. Es ist eine Driftkurve, nicht ein gerade Drift. Das kann nicht sein. Der Drift ist nicht abgerissen. Ich war die ganze Zeit im vierten Gang. Da bin ich aufgeregt jetzt. Und Matthias hat sich gerade mal warm gefahren. Jetzt geht's erst richtig zur Sache. Driftversuch Nummer 2 endet mit einem rauchenden Kunstwerk à la Malmedy. Ey, das macht so einen Spaß, Cindy. Ich bin sprachlos. Oder? Ey, du hast einen super Kontrolle. Unglaublich. Das war so schön, liebe Zuschauer, oder? Wollen wir uns das noch mal in Slow-Mo angucken? Die ganzen 400 Meter? Ja! Bitte schön, das machen wir doch gern. Genau nachgemessen sind die schwarzen Streifen übrigens 418 Meter lang. Bei diesem Megadrift minimiert Matthias übrigens das Profil der Hinterreifen beträchtlich. Dieses Auto fährt einfach nur quer. Da musst du das Gaspedal nur angucken und da bricht er schon hinten aus, wenn das ESP ausgeschaltet ist. Und das ist ein Gedicht. Das mit diesem Auto kannst du Drift-Challenges fahren von hier bis Jericho. Keine Ahnung. Also das ist wirklich Wahnsinn, dieses Auto. Und das Konzept von dem Auto, eben großer Motor in kleinem Auto, finde ich absolut faszinierend. Und macht richtig Laune. Jetzt ist Cindy dran, die ihren Fahrstil total umstellen muss. Denn beim Driften geht es nicht ums Schnell, sondern ums Spektakulärfahren. Cindys erster Versuch? Ausbaufähig. Ja, der war unterbrochen. Ja, ich wollte wieder machen. Einen zweiten Versuch hat auch Cindy. Und die PS-Lady lernt sehr schnell. Doch der Allradantrieb des R8 verhindert trotz unbändiger Power die Driftgroßtaten à la BMW. Ein klares Ergebnis. Okay. Warte, fahr weiter. Hier ist meine Driftspur zu Ende. Du bist böse. Keine Chance für den Audi von SKN. Ganz ehrlich, ich würde es auch nicht länger schaffen. Nein, das Problem ist, plötzlich treiben wieder die Fronträder und es zieht mich wieder. Zieht dich wieder gerade, ja. Und da muss ich schnell auf dem Lenkrad sein, dass ich nicht auf die andere Seite gehe. Das ist schon brutal. Ich würde sagen, der Punkt geht einfach an mich, oder? Auf Twitter auf jeden Fall. Keine Zeit zum Durchatmen. Denn jetzt folgt die Königsdisziplin. Ein Rennen gegen die Stoppuhr auf dem Flughafen Altenburg. Erst 2 Kilometer Vollgas, dann eine schnelle Kurvenkombination, gefolgt von einem Slalom mit Spitzkehre und dann den ganzen Weg wieder zurück. Cindy weiß nicht, dass sich Matthias vor dem Start nur sehr ungern ablenken lässt. Oh. Jetzt muss ich erstmal das Startprozedere durchführen. Ja? Du, ich lasse dich in Ruhe, also zu rein, weil ich spüre nicht.
Gangschaltung auf schnell. DTC aus. Schaltzeiten auf noch schneller. Also deinen Power Boost? Den Powerknopf einmal drücken. Hast du jetzt nochmal drauf gedrückt? Nein! Hast du noch mal drauf gedrückt? Nein! War doch keine Sorge. Ich würde das nicht machen. Nein, Schlüssel rein. Leerlauf so, rein. So geht es, wenn die Konkurrenz kommt. Ja? Plötzlich er hat Zweifel, der meint jetzt. Lass mich mal einmal in Ruhe machen. Ja? So, Schlüssel rein. Startknopf. Gang rein. Und schon kann es losgehen. 3, 2, 1, go! Drauf. Das geht so rasend schnell, das ist unfassbar. 200. So, jetzt ich muss mich schalten. So, wir sind auf 250. Mal den sechsten Gang. Wow, 270. Bremsen. La, erste Kurve. Enge Kurve. Jawohl, beschleunigen. Breite Kurve hier. Matthias versucht, so viel Schwung wie möglich auf die nächste Gerade mitzunehmen. Wow, klasse. Schön, bei 140 quer gestanden. Das ist BMW M-Power. Go! Und jetzt Slalom, ne? Flüssig, aber zweiter Gang vielleicht. Das war ein bisschen zu weit, das war ein bisschen zu weit. Und beschleunigt. Ah, schön, das ist wirklich schön. Ja, gib sie ihm. Oh, jetzt ein bisschen vorsichtiger mit der Bremse, weil die ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen warm geworden. Nicht zu viel mehr stehen, aber auch nicht gar nicht. Nicht zu viel Bremse, Matthias, nicht schnell. Ein ungewollter Drift und schon lässt Matthias ein paar Zehntel liegen. Mit dem BMW hier auf der schnellen Runde, das ist ein Tanz auf einem sehr dünnen Drahtseil. Das ist Wahnsinn. Du gibst nur ein bisschen zu viel Gas und dann hängt er sofort den Arsch raus und ja, zerstört die Reifen, verbrennt die Reifen in kürzester Zeit. Ja, das ist geil. 260, nächster Gang 270, 280. Matthias quetscht alles aus dem Wagen raus. Wirklich schön. Der Einser legt die Messlatte hoch. So, Cindy, welche Zeit hatten wir denn? So, wir haben hier ein 2 Minuten 2,98. Ich denke nicht schlecht, aber ich denke, ich kann das noch schlagen. Doch diese selbstbewusste Ansage muss Cindy erstmal in die Tat umsetzen. Ein Fahrfehler reicht und das Rennen ist gelaufen. Okay, bist du bereit? So, warte schnell, back, alles klar. Ja? Auch Frau Allemann hat am Start ihre kleinen Marotten. Haare sitzen. Immer schön sein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Cindy kommt sehr gut weg. Jedes PS setzt der SKN Audi R8 in Vortrieb um. Noch ist Matthias locker. Aber das ist jetzt vorbei. Alter. Du bist ja komplett wahnsinnig, Cindy. Die Cindy Allemann, die sieht ja immer so brav aus und so ein nettes kleines Mädchen von nebenan. Das Gegenteil ist der Fall, wenn sie im Auto sitzt. Sie ist eine Rennfahrerin. Wenn die angeschnallt ist, Tür geht zu, dann geht hier ein Schalter um. Dann kennt die nur noch Vollgas. Beste Linie, sauberste Linie. Immer alles, was geht. Beim Anbremsen mega hart. Wehe, wenn sie einmal losgelassen wird. Cindy legt noch eine Schippe drauf. Cindy, nicht nur der R8 ist ein Monster, du bist auch ein Monster. Der Slalom und die Wende sind Knackpunkte der Strecke. In diesem Abschnitt läuft es nicht ganz optimal. Cindy ist zu ehrgeizig und lässt Zeit liegen. Aber es ist Wahnsinn, das Auto ist viel komfortabler als der BMW, ne? Ein bisschen untersteuern am Anfang.
Wenn Cindy jetzt schneller ist, gewinnt der Audi die Grip-Tuning-Trophäe. Zeit lautet 1:58:28. Das sind 4,7 Sekunden weniger. Also, ich finde okay. Am wenigsten, ich bin schneller als der Matthias. Das ist wirklich richtig. Ich kann jetzt nach Hause fahren. Trotz extrem unterschiedlicher Autos geht die PS-Schlacht am Ende denkbar knapp aus. Aber das ist ein absoluter Achtungserfolg für den BMW. Wir sind nur 4 Sekunden langsamer. Mit 300 PS weniger und mit 2 Rädern, die weniger angetrieben sind. Also da nur 4 Sekunden zu verlieren auf so einer langen Strecke, das finde ich echt gut. Also der BMW ist nicht nur schön quer, sondern der ist auch schön schnell. So, Cindy, jetzt ist der große Moment gekommen. Wir verleihen Ihnen den Pokal. Okay. Was sagst du zum Nissan? Ein Nissan Skyline. Tolles Auto, krasseste Auto, das es gibt, ich denke. Ja. Schade, wir könnten das Auto nicht bis am Ende testen auf die Rundstrecke. Bin ich gespannt, was die Resultate wären auf die Rennstrecke eigentlich. Also das ist auf jeden Fall ein Monsterauto. Die beiden haben es am Schluss miteinander ausgemacht, untereinander. Der Audi liegt vorne und damit ist logisch und ganz klar, der SKN verdient den goldenen Hobel.